Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. So, wir befinden uns jetzt da, wo wir aufgehört haben. Wir haben den General besiegt und das da ist sehr auffällig mit den Raben. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Und wir werden uns erstmal hier in die Richtung buxieren. Ich versuche auf jeden Fall wieder, wie immer, so viel zu schleichen wie möglich. Der Typ, der chillt da. Das werden wir direkt mal verhindern. Darum gehen wir da mal rüber. Ah, er bekommt freundlichen Besuch. Aber der geht auch wieder weg. Das ist einer ohne Mütze. Die mit Mütze sind ein bisschen stärker, ne? Deswegen werden wir. Oh, die quatschen. Glaubst du, dass es möglich ist, den Kampf zu gewinnen? Ich fürchte, wir könnten unterliegen. Was? Uns wird nichts geschehen. Isshin-sama mag ja krank sein, aber er ist immer noch stark. Und Genichiro ist mit dem Bogen unschlagbar. Und dann ist da noch Gyobu, der Dämon. Ah, Gyobu, natürlich. Ein guter Einwand. Solange er bei uns ist, kann niemand das Tor der Ashina-Burg durchbrechen. Alles klar. Vielleicht ich. War ein Versuch wert. Oh Gott, jetzt hänge ich hier, ne? Oh, was mache ich denn jetzt? Ihr habt mich nicht gesehen. Unschuldig. Nur weil ich zuhören wollte. Also das mit dem Greifhaken muss ich noch ein bisschen trainieren. Na gut, der hat mich schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. Jetzt ist der mit der Mütze abgehauen, oder was? Hat da gerade jemand nach mir geworfen? Wo ist der mit der Mütze? Oh. Ernsthaft? Ich will sehen, wie du herkommst. Oh, ich finde das Level-Design auch richtig klasse. Haben die richtig gut gemacht. Wo ist der Kollege jetzt? Vergiss mich. Auch noch der mit der Mütze, ne? Ja. So, die Mütze hat nämlich Skill. Die verbessert die Gegner aus irgendwelchen Grund. Okay. Warum kann ich hier hin? Auch ein kleiner Schleichweg. Ich kann da direkt runter. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja Erfahrung und so. Und der Typ da? Du hast mich nicht gesehen. Da ist schon wieder einer mit der Mütze. Ach, das ist der Baum. Ich bin nicht zu sehen, ich bin zensiert. Niemand kann mich sehen. Zu viele mit Mütze. Oh, was bist du für einer? Ja, das sind die, von denen gerade erzählt wurde, ja? Wenn ich den hinteren jetzt abmurkse, ne? Bekommen das die anderen mit? Bin ich hier? Aha. Ich glaube, die sehen mich. Aha, ich bin mal weg. Es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah. Tschüss. Okay. Kurz verstecken. Es funktioniert nicht. Es war ein Versuch wert. Wir müssen ja lernen, was geht und was nicht. Aber jetzt schon mal einer weniger. Und wir wissen, dass da einer drauf ist. Und der Typ ist auch weg, ne? Jetzt vergesst mich doch. Ich war nie hier. Die gucken auch noch auf mich. Ich gehe mal ein Stück weiter weg. So, hier dürfte mich keiner sehen.
gibt bestimmt die Möglichkeit, hier abzukürzen. Irgendwie. Aber ich will es ja nicht. So, habt ihr es jetzt langsam? Ach, ernsthaft? Ja, dann komm, Mützi. Ach, du kommst hier gar nicht durch, ne? Mützi. Komm, kämpfen wir. Haltung durchbrechen und töten. Tschüss. Und jetzt hoffen, dass mich der andere nicht gesehen hat. Nö, der steht da in Bühne. Okay, jetzt kann ich den da oben angreifen. Ich glaube, da hat mich keiner gesehen. Ich will aber kurz das Geld einsaugen. Tschüss. Okay, man muss hier um einiges taktischer vorgehen als gedacht. Der Schütze muss auf jeden Fall weg. Und der hat die anderen gewarnt. Vor allem weiß ich nicht, ob der Deckel jetzt mehrere Lebensbalken hat. Jetzt natürlich versuchen und auf ihn raufspringen. Und mal gucken, was da drauf hat. Das ist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Dann versuchen wir erstmal zum Schützen zu gelangen, ne? Das dürfte ja kein Problem sein. Ah, die haben sich alle getrennt. Praktisch. Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Oh, 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 das ist ein Knüppel, Junge. Der kam hier ums Eck. Was hat er hier gemacht? Hat er gepinkelt oder was? Wo kam der denn her? Oh, der ist groß. Ist er etwa tot? Easy going. Der Knüppeljunge, Alter. Kommt einfach da ums Eck, als ich jemand anspringen wollte. Ach. Zieh mal einer, guck, wie er da um die Ecke lungert. Da. Mr. Lungerer, du bist der Nächste. Na komm her. Ach, bist nur du. Okay, easy. Der war gut. Den kann ich töten. Die anderen muss ich sneaky angehen, weil ich schlecht bin. Aber hier ist noch einer, ein Vetter, der hier durch die Gegend läuft. Ich weiß nicht, was der drauf hat. Und der Knüppeljunge, dann weiß ich auch nicht, was der drauf hat. Da müsste man mal gucken, wenn man gegen die kämpft. Ach, hier ist was versteckt. Mibo-Ballon des Reichtums. Ein Mibo-Ballon mit Urquellwasser, getränkt mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibo-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibo bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Erschiener halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Okay, sollte ich mal farmen müssen, werde ich mir das aneignen. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Wie machen wir das jetzt mit dem Fähigkeitspunkt? Können wir das einer verraten? Tooltip? Hallo? Ja, wahrscheinlich am Schrein. Ach. Ja, gut. Also man kann hier komplett durchs Spiel gehen, ohne was zu töten, aber ich töte halt gerne. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, Zero, warum läufst du hier durch die Gegend und tötest alles? Wenn du schon längst über alle Berge sein könntest. Ja, ich töte halt gerne. Okay. Einfach nur zum Runterfallen, oder was? So, hier ist irgendwo noch so ein fetter Junge.
Der Typ, der mit seiner Bande hier durch die Gegend gezogen ist. Wo ist der? Oh, da ist noch was. Keramiksplitters. Wo ist denn der Fehler, Junge? Hey. Wir wissen, was du drauf hast. Na, wir haben schon mal gesehen, dass hier ein separater Weg ist. Den können wir mal entlang schleichen. Gucken, was der uns bringt. Ja? Und wie kommen wir da hoch zum Zelt? Von hier aus offensichtlich nicht. Was bist du denn? Oh, bist du das, Inosuke? Mein Sohn, hast du den jungen Herrn gesehen? Ich bin nicht dein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Da haben wir es wieder, Inosuke. Immer erzählst du mir, ich würde senil, aber eine Mutter kennt ihren eigenen Sohn. Wie dem auch sei, nimm diese Glocke. Sie ist ein Talisman. Ich habe sie für den jungen Herrn gemacht. Bitte, bete sie Buddha zu seinem Wohl an. Okay. Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihre Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im maroden Tempel weiß, wie man es darbietet. Alles klar, werde ich hinbringen. So, hier ist sonst nichts weiter, ne? Was? Oh Gott, da ist irgendwas. Er ist doch so ein Schleichfuzzi, oder? Der hängt da bestimmt im Busch rum. Ach, es ist ein Hühnchen. Und zwei Hühnchen. Oh, oh, holy shit, das Hühnchen ist... Oh, 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 das Hühnchen tötet mich. Kann ich es blocken? Was bist du denn für ein Viech? Oh, da versteckt sich was. Nichts versteckt sich vor meinen Augen. Wie komme ich da ran? Ah. Hä? Ich will da hin. Wie komme ich da hin? Es muss ja hier der Weg sein, ne? Ach, ich war nicht geduckt, ey. Leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel. Oh, ich bin reich. Sollte ich das Geld benötigen, kann ich es mir jetzt auch einfach zupfen. Sehr schön. Seht ihr schon, lohnt sich das. Wer ist da? Ist da jemand? Ja. Oh, diese Stimme. Nein. Kann es sein? Herr, ich heiße Inosuke Nogami. Oh. Ich stehe im Dienst der Familie Hirata. Das tat ich zumindest. Könntet ihr bitte nach der alten Frau in dem Haus dort sehen? Sie ist meine Mutter, aber sie hat den Verstand verloren. Sie kann Leute... nicht auseinanderhalten. Ich habe eure Mutter getroffen. Sie gab mir eine Glocke. Das hat sie, oder? Vielen Dank dafür. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte zusammenhanglos irgendwas darüber, sie würde sie Buddha anbieten. Jo, das habe ich jetzt erledigt. Wo ist der Federtypi? Mal ganz ehrlich. Du gehst erstmal weg.
Er wird wahrscheinlich hier patrouillieren komplett, ne? Oder habe ich ihn getötet? Aus Versehen. Seltsam. Aus Versehen getötet ist auch nicht schlecht. Ja gut. Der kam ja von unten, also wird er wahrscheinlich hier Patrouille führen. Aber ich möchte jetzt hier zwischengehen und gucken, wo wir da landen. Kashins Konfekt. Der Senpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss darauf beißen und die Kashin-Haltung einnehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpos Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels, doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihrer Suche nach Unsterblichkeit. Oh, könnte man gebrauchen. Soll ich echt einen Todessprung machen? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Könnte auch versuchen, dahin zu springen. Und jetzt hier rauf. Und dann schleichen wir. Oh, Kanonenfuzzi. Wir haben so viele Fuzzis hier. Ist hier noch irgendjemand? Irgendjemand, der mein böses Tun sehen könnte? Ich glaube ja nicht. Kann der überhaupt kämpfen? Der hat doch nur die Kanone. Schwarzes Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver. Ach du Scheiße. Lesen, Zero, lesen. Kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserungen einschließlich solchen mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Für diese einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Gegenmittelpulver. Ein starkes Gegenmittel, das vom Clan des versunkenen Tals erschaffen wurde, heilt die Statusanomalie Gift und erhöht vorübergehend den Giftwiderstand. Magnetitvorkommen wurden im versunkenen Tal gefunden. Der Ort ist extrem giftig. Ein Gegenmittel ist unerlässlich für jeden, der versucht, das Erz abzubauen. Warum? From Software, warum ständig Gift? Ich will nicht Gift. Gift ist scheiße. Gift ist Arschloch. Okay, die werden wir umgehen, obwohl ich könnte auf den mit Hut draufspringen. Ja gut, die sind ja kein Problem, die ohne Hut. Nee, es gibt hier so viele Wege. Was ist denn los mit euch? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll, aber ich möchte alles erforschen, deswegen werde ich auf alle raufspringen. So, der mit Hut ist gefährlich. Der Rest ist eher so, upsa. Oh, da trifft er mich auch noch. So viel zum Thema gefährlich. Was drehst du durch? Junge! Ich weiß, ich mache mir das Leben selber schwer, indem ich den ganzen Scheiß hier mache. Aber ich will halt alles sehen. Zum Beispiel da, das hätte ich zum Beispiel nicht gesehen. Was zum... Was war das? Mibo-Eigentum-Ballon. Ein Mibo-Ballon voll Urquellwasser, getränkt mit dem Segen des Glücks. Wenn man den grünen Mibo-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, eine größere Chance, Objekte zu halten. Mibo bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Aschina halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Und nochmal. Das noch mehr. Eisenschrott. Eisen, das in Aschina abgebaut wurde. Es wird häufig zur Verstärkung eingesetzt und kann als Grundmaterial für Verbesserung von Prothesenmodulen dienen. Tiefer Schnee und karges Land belasten Aschina, doch das Eisen, das dort gewonnen wird, ist alles andere als roh. Ist es nicht gerade, dass es roh ist? Was für eine Plane? Das hätte sich da eine Riesenschlange gehäutet. Oh oh.
Das gefällt mir nicht. Das, liebe Freunde, gefällt mir ganz und gar nicht. Dieses Schlangengedöns. Komm ich nicht zurück? Ich will nicht springen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Na gut, dann muss ich wohl diesen Weg jetzt gehen. Aber ich kann bestimmt zurück. Das mit der Schlangenhaut, das lässt mich nicht in Ruhe. Es sieht halt 1A aus wie Schlangenhaut. Ich habe damals, früher als ich klein war, viel mit Schlangen zu tun gehabt. Ich weiß, wie Schlangenhaut aussieht. Und das sieht aus wie Schlangenhaut. Ja. Komme ich darüber? Ja. Wo gehe ich denn hier lang? Das ist mir ein bisschen zu risikohaft. Soll ich jetzt springen oder was? Ich hab doch gesoffen. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Da muss ich hin. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, da, so komme ich auf jeden Fall zurück. Da ist der Federheini, oder? Ja. Ich fühle mich nicht sicher, wenn dieser große Bastard gleich neben uns gefesselt ist. Ich will nicht in Stücke gerissen werden, noch bevor der Krieg begonnen hat. Wenn es zum Schlimmsten kommt, hilft nur Feuer. Diese roten Augen fürchten das Feuer. So hieß es in der Proklamation des Herrn. Proklamationen? Was für ein Witz. Ashina hat eine seltsame Art, sich auf den Krieg vorzubereiten. Was ich jetzt gerade gesehen habe, was viel wichtiger... Oh, ich dachte, ich bin tot. Viel wichtiger ist es, da hochzukommen. So, okay. Wie mache ich das jetzt mit dem Level up? Ja, ist eine gute Frage, ne? Ich hoffe, das wird sich nur auflösen. Hm. Huhn. Ach Gott. Was ist das denn? Das schimmert da so rot. Aber ich will diesen Ort da unten erreichen. Ist der da hinten? Ah, da. Da will ich hin. Es sieht so aus, als könnte man da hin, oder? Da, seht ihr das? Da ist noch mehr. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Da ist eine Höhle. Ah, ich sehe. Ach, ich sehe schon. Oh, okay, wir müssen daran vorbei. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, werden wir, um die Spannung zu erhöhen, ja, halte ich fest. Als nächstes das Hühnchen hier töten. Und dann werden wir morgen gucken, was da so leuchtet. Haut rein. Euer Zero Tschüss und Händler. Oh, hier gibt's so viel. Ich will alles sehen.